Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Noboard. Heute mit einer neuen Folge zum Thema Hinfallen und Aufstehen. Und ich weiß, das haben wir schon mal in unserem Basics-Video besprochen. Aber da ich immer wieder Fragen zu dem Thema bekomme, habe ich gedacht, wir machen mal ein eigenes Video darüber und fangen wir sofort an. Jeder, der Snowboardfahren anfängt, beziehungsweise einen neuen Trick oder sowas lernen möchte, weiß, dass Hinfallen zum Snowboardfahren einfach dazugehört. Dementsprechend ist es für alle ein Thema. Wichtig dabei ist nur, dass wir uns nicht verletzen und dass wir alle wieder aufstehen können, ohne dass wir irgendwen fragen müssen, ob er uns dabei hilft. Denn das ist peinlich und das will keiner. Fangen wir also an. Wir fallen nach vorne und worauf müssen wir achten? Zuerst einmal, das hier ist unser Handgelenk. Das ist genauso stabil, wie es hier in dieser Bewegung aussieht, nämlich gar nicht. Dementsprechend wollen wir versuchen, so wenig wie möglich unser Handgelenk zu verletzen. Das machen wir, indem wir wenig auf unsere Rücken oder Innenflächen fallen, sondern versuchen, unsere Hände zu Fäuste zu machen und so auf unserem Unterarm zu landen. Wir können unsere Knie auch nutzen beim nach vorne fallen. Das tut ein bisschen weh, ist aber jetzt nicht so verletzungsanfällig. Wir versuchen es aber doch am besten zu vermeiden. Wir lassen es also nach vorne fallen, machen uns dabei so klein wie möglich, fallen auf unsere Unterarme. Und wenn wir aus dieser Position aufstehen wollen, nehmen wir einfach unsere Hände zwischen die Knie und krabbeln zum Snowboard zurück, bis wir wieder stehen. Die zweite Möglichkeit zu stürzen ist auf den Rücken. Wichtig hierbei ist, dass wir nicht auf Steißbein fallen wollen. Jeder, der das schon mal erlebt hat, wird wissen, das ist keine gute Option. Dementsprechend, wenn wir nach hinten fallen, zunächst einmal, auch da haben unsere Hände nichts zu suchen, die bleiben vorm Körper, rollen wir uns über den Rücken ab, setzen aber dabei nicht auf unserem Hintern auf, sondern auf dem unteren Rücken, rollen dann über den gesamten Rücken nach oben ab. Ganz wichtig, wir wollen aber nicht auf unseren Hinterkopf fallen. Dementsprechend nehmen wir das Kinn zur Brust und benutzen unseren ganzen Rücken zum Abrollen. So verteilen wir die Kraft, die auf unseren Körper wirkt, während des Aufschlags über den gesamten Rücken. Das tut nicht so doll weh und wir können danach wieder entspannt aufstehen. Fast. Das entspannt Aufstehen aus dieser Lage ist nicht relativ einfach. Ich empfehle immer, über ein Ende des Snowboards aufzusteigen, also entweder über Nose oder Tail. Das braucht hier ein bisschen Beweglichkeit und Geschick. Das zu üben hilft, aber am Anfang ist es doch relativ schwer. Falls ihr das nicht hinbekommt, empfehle ich immer, euch auf den Bauch zu drehen. Dafür zieht ihr einfach ein Knie zur Brust, eins streckt ihr aus und dreht dann das zur Brust gezogene Knie einmal über das ausgestreckte. So könnt ihr das Snowboard leicht drehen und dann steht ihr auf der Frontside. Auf der Position kann man relativ leicht aufstehen. So viel zur Theorie. In der Praxis ist es meistens schwer, das so auszuführen, denn die Stürze kommen immer aus dem Nichts. Man weiß nicht wirklich, man kann sich nicht darauf vorbereiten. Zwei Sachen, die ich empfehle für diejenigen, die öfters Probleme mit dem Stürzen haben. Erstens, übt das oft. Also wiederholen, wiederholen, wiederholen. Wirklich diese Bewegung, immer Handflächen und auf den Rücken, Handflächen auf den Rücken, nicht auf den Hintern, nicht auf die Handinnenflächen. Dementsprechend, das ist eine Sache, die ihr üben könnt. Und zweitens, empfehle ich immer allen meinen Schülern, nehmt etwas in die Hand beim Fahren. So sind eure Hände beschäftigt. Die können nicht benutzt werden zum Abfangen von Stürzen. Und solange ihr irgendwas in der Hand habt, was nicht unbedingt kaputt geht beim ersten Aufschlag, ist das überhaupt kein Problem. Also ich benutze im Kurs immer Tauchringe. Aber normalerweise, wenn ich sowas nicht zur Verfügung habe, nehme ich einfach einen Handschuh, halte den Handschuh mit beiden Händen fest. Der ist beweglich genug, dass ich meine Hände immer noch so halten kann. Und ich habe nicht die Neigung dazu, meinen Sturz abzufangen oder meine Hände dahinter in den Rücken zu nehmen. Falls ihr noch Fragen dazu habt, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Oder falls ihr Geschichten habt, die ihr mir teilen wollt, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder abonniert den Kanal doch, wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich recht bald wieder. Bis dahin, ciao.